Willkommen zurück zu Let's Play Train Fever. Gestern haben wir hier angefangen, unseren Fahrzeugsatz groß mal laufen zu lassen. Was ja anscheinend nicht funktioniert. Sieht gut aus. Scheint richtig gut funktioniert. Also mindestens immer aus dem Minus rausgekommen. Wobei, das stimmt auch nicht so ganz. Wir haben ja im Endeffekt Kosten schon reingesteigert. So. Was wir noch machen wollten, ist auf Linie 14 den Zug draufsetzen mal. Seht ihr, ob wir das schaffen da für diese Linie. Oh yeah. Für diese Linie mal was zu kaufen. Moment. Darauf habe ich gewartet. So. Ach, das ist klar, ne, der Aussatz ist schon durch. Naja, ist egal. So, was ich auf jeden Fall gerade machen wollte, ist, dass ich mir zwei solche Züge kaufen, wenn es geht. Einer geht noch. Auch noch einer. Einer geht noch. Sollte aber theoretisch bis auf das Gleis kommen, ne? Ja. Ah, Moment. Da fehlt bestimmt irgendwo was. Die Linie ist so gerade nicht im funktionsfähigen Zustand. Das heißt... Aha. Okay. Jetzt geht's aber. Oder? Ja. Sollte auf jeden Fall gehen. Ist jetzt schon einer ausgerückt oder nicht? Wo stehst du? Und was machst du hier? Du bist hier falsch. Jetzt bin ich mal kurz gespannt, wo der hinfährt. Das ist ja total falsch jetzt, wo er ist. Ich hab da nichts dagegen, wenn der mal so eine Runde drehen will hier. Ist für eine Ausnutzung der Schienenstränge gut. Ich mag das ja, wenn viele Züge unterwegs sind. Warum der jetzt ausgerechnet hier lang fährt, ist die andere Frage. Jetzt wird es noch verrückter. Hier hat er noch gar nichts zu suchen. Okay. Theoretisch kommt er aber dort hinten nicht drauf, weil da keine Verbindung ist. Erstmal stehen bleiben. Ja, Klotzug ist erstmal vorbei, wichtig. Bin ich echt gespannt, wo das hinfährt. Ich kann mir das vorstellen, der fährt das nochmal eine ganze Runde im See rum. Damit wendet er irgendwie.
Nee, was macht er jetzt? Okay. Ach, und das funktioniert irgendwann hier. Nur? Nur so rein Interesse habe, ist das mit den anderen Zügen auch so passiert? Warum machen die das? So. Schick mal den mal durch. Muss sehen, wo der jetzt hinfährt. Ich verstehe das jetzt nicht so ganz, warum die das so machen. Was ist denn der jetzt? Er macht schon wieder den gleichen Fehler, ne? So, wo ist der? Das ist schon aus dem Tunnel raus. Komm, da ist doch grün. Jetzt. So, wo fährt das hin? Da steht bestimmt ein Bahnhof unten, ne? Genau. Wir haben übrigens nur 12 Millionen, ne? Können wir gleich mal zurückzahlen. Was so ein einfacher Fahrzeugersatz einfach mal für Auswirkungen bringt, ne? Klick, 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 klick. Na komm, bald haben wir's. Bald haben wir's. Jetzt. Den müssen wir zu wenden, damit er das gleiche macht wie die ganze Zeit schon. So. Jetzt bin ich echt gespannt, wo der jetzt hinfährt. Da müsste jetzt eigentlich über diese Brücke fahren. Genau. Und bei dem das gleiche Problem ist schon wieder. So ein Wort? Nee. Nee. Okay. Alle nochmal in irgendein Depot fahren. So, dann versuchen wir uns nochmal einen auf diese Strecke zu schicken. Das kann doch nicht sein. Es ist daran so schwer, dort auf die Strecke zu fahren. Kommt der da nicht hin? Super, jetzt hat's geklappt. Können wir jetzt auch nochmal zwei kaufen. Die auf Linie 14 fahren. Und jetzt versuchen wir euch irgendwo. Einer hat's geschafft. Wo bist du? Du stehst einfach nur im roten Signal. Wo bist du?
wie auch immer du auf dieses Gleis gekommen bist, ja. Auf jeden Fall wirst du verkauft. Oder rückst zumindest in den Depot ein, das ist schon in Ordnung. So, hier oben ist auch noch drin. Oh yeah! So, wie viele Leute kennst du mit von 51? Das ist sogar voll dazu. Ersten Elektrozüge von auch. Funktioniert. Wo fährt denn der lang? Nee, ist richtig. Gut, da wird es zum Verkurven gehen. Jetzt gucken wir aber nochmal auf die Linie 14, ob die jetzt funktioniert. Und wie gut die funktioniert. Eigentlich Linie 14. Jetzt schon voll. Gucken wir mal dem Zug ein bisschen zu hier. Wie das so aussieht. Ich denke mal, die Linie wird gar nicht mal so schlecht sein. Die müssen wir auf jeden Fall irgendwann, also diese Triebwagen sind jetzt gerade nur ersatzweise. Da kommen natürlich dann mal andere hin. Irgendwann. 100 Pro. Aber die sind schon mal besser als diese Dampfloks. Beziehungsweise müssen die eigentlich noch gar nicht so viele mitnehmen, sondern müssen halt versuchen, kostengünstig zu fahren. Dann haben wir viele Umsteigebeziehungen zwischen den einzelnen Verkehrsmitteln. Müsste Ende reden. Jetzt haben wir schon über 16 Minuten. So schnell geht das. So, ich muss jetzt auch noch einen kleinen Ankündigung machen. Train 4 kommt jetzt nicht mehr täglich, sondern immer nur noch Dienstags, Donnerstags, Samstag und Sonntag. Montag, Mittwoch, Freitag bringt der Felix ja Train Simulator raus. Haben wir uns jetzt so geeinigt, dass wir müssen ja nicht am gleichen Tag alles bringen. Gut, jetzt als nächstes Projekt wird wahrscheinlich werden Stadterweiterung. Nee, das ist scheiße nicht. Warum wachsen denn die Städte nicht? Alles dafür gemacht, was man machen kann. 75% Linienbenutzung. Wie sieht es in Potsdam aus? 82. Also mehr geht ja gar nicht. 100%, ja klar, 100% geht auch. Na gut, das war's erstmal. Dienstag ist weiter. Bis dann, tschüss.